Hallo, mein Name ist Alexander. Ich bin heute im Auftrag der Industriearena auf der AMB und bin hier auf dem Stand von der Firma Schütte und habe den Herrn Welker, den Inhaber und Geschäftsführer der Firma, hier vor mir. Und wir sehen im Hintergrund einen Mehrspindlerautomaten, welches ja als die Königsdisziplin in der Zerspanung gilt. Herr Welker, was können Sie uns über die Maschine berichten? Naja, Mehrspindeldrehautomaten sind zunächst mal Drehmaschinen. Was unterscheidet sie von anderen Drehmaschinen? Ihre Produktivität. Das heißt, dann, wenn unsere Kunden die Drehteile herstellen, in Kostendruck kommen oder in Volumendruck kommen, dann fragen sie uns an und sagen: Menschenskinder, habt ihr eine Lösung für uns? Wir haben ein komplexes Drehteil und das müssen wir millionenfach fertigen und wir kommen einfach mit den Kosten nicht zurecht. Und dann kommen wir und gucken uns das Teil an, weil man eben auf einem Mehrspindler nicht nur ein oder zwei Werkzeuge parallel einsetzt, sondern bis zu 16, 18 Werkzeugen simultan im Einsatz hat. Und das reduziert natürlich die Fertigungszeit enorm und damit auch die Kosten. Das ist der Kern. Und wenn Sie sich dann solche Teile angucken, die Teile werden immer komplexer. Das hier ist jetzt beispielsweise eine Narbe für ein Elektrobike. Dann sehen Sie schon, wie viele Löcher, Absätze, Drehsachen etc. da drin sind. Und wenn Sie das auf einem normalen Einspindler machen, dann sind Sie 10 Minuten unterwegs und bei uns machen Sie das in 100 Sekunden. Ja, und der Witz ist eben, es muss super genau sein und es muss möglichst vollständig von der Maschine runterkommen. Okay, hervorragend. Wenn Sie sagen, dass so viele Werkzeuge gleichzeitig im Einsatz sind, da stellt sich bei mir sofort die Frage, kann ich das denn überhaupt noch, ich sag mal, in der klassischen Werkstattprogrammierung programmieren? Doch, problemlos. Dafür geben wir eben die Hilfen. Wir, das heißt bei uns Schütte Integrated Programming System. Und da können Sie Lage für Lage, Werkzeug für Werkzeug programmieren. Die Maschine merkt sich die Logik dahinter, nimmt das Ganze in einen Gesamtzusammenhang. Und dann können Sie auch genau sehen, wie Ihr Zeitablauf auf den einzelnen Lagen sind. Und wenn Sie dann beispielsweise auf einer Lage ganz viel Bearbeitung haben und auf der anderen ganz wenig, dann shiften Sie um und verlagern die Arbeit so, dass sie möglichst gleichmäßig verteilt sind, sodass sie mit einer relativ kurzen Stückzeit rauskommen. Das ist der Clou. Und was zeichnet Schüttemaschinen jetzt insbesondere aus im Verhältnis zu anderen? Wir sind ja nicht die Einzigen im Markt, die Mehrspindeldrehautomaten bauen, aber wir sind die Problemlöser für die Rückseite. Der Mehrspindler hat im Kern das Problem, dass er vorne 6 oder 8 Spindeln hat und meistens hinten nur eine. Und damit sind sie auf der Rückseitenbearbeitung enorm beschränkt. Und wir haben das mit einem Patent, was wir vor 15 Jahren erworben haben, haben diesen Konflikt aufgelöst und haben jetzt eben auch 3 vollwertige Spindeln auf der Rückseite, sodass wir sehr genau auch die Rückseite für komplexe Teile herstellen können. Das ist der Clou bei Schütte Mehrspindler. Das klingt ganz fantastisch und ich denke, es lohnt sich, dass wir da tiefer reingucken werden. Das werden wir machen in unserem Podcast, den wir bei Ihnen im Hause dann auch nochmal aufzeichnen werden. Ich freue mich schon jetzt drauf, bedanke mich für das Interview, für die Zeit auf der Messe und würde sagen, wir sehen uns bei Ihnen im Haus. Wunderbar, ich freue mich, immer willkommen.